Vor ungefähr einem Monat wurde ja die R5C von Canon vorgestellt und wir dachten uns, das wäre der ideale Zeitpunkt, um sie mit der C70 von Canon zu vergleichen. Und deswegen haben wir heute als Gast den Nico. Magst du dich mal kurz vorstellen? Ja, danke Jesse, dass ich da sein darf. Ja, mein Name ist Nikolai Deutsch. Ich bin Filmemacher eigentlich, Kameramann und unter anderem aber auch für Canon als Videotrainer unterwegs. Und habe viel Erfahrung mit allen möglichen Canon-Kameras sammeln können, Cinema, aber auch die R5 jetzt in letzter Zeit. Und wir haben ja uns zur Aufgabe gemacht, jetzt mal die Unterschiede so ein bisschen von der C70 und der R5C anzuschauen. Richtig. Und vielleicht für wen die Kamera, die eine oder andere, besser geeignet ist. Genau, und deswegen waren wir gestern zusammen unterwegs und haben einiges an Test-Footage gedreht. Von Dynamikumfang bis hin zu Low-Light-Test ist alles dabei, also bleib auf jeden Fall dran. Wir fangen auch direkt mit dem Sensor an. Also wir vergleichen den DJO-Sensor von der 70 mit dem Vollformat-Sensor von der R5C. Da haben wir als erstes zum Beispiel hier den Dynamikumfang getestet. Genau. Wir haben ja gesagt, also es macht ja auch Sinn, in einer dynamischen Szene das Ganze mal anzuschauen und haben ja hier dich mal vor eine Fensterfront gesetzt. Eine, sag ich mal, Szene, die man jetzt so natürlich nicht filmen würde, aber wir wollten es ja einfach mal sehen, wie viel man mit den beiden Kameras einfangen kann. Und wenn wir hier mal das Log-Profil anschauen, sehen wir auch, dass hier tatsächlich auch alles mit noch dabei ist an den Infos, selbst hier vorne in den dunklen Bereichen und in den Highlights. Und für uns war es ja auch wichtig zu sehen, welche Kamera schneidet jetzt wie ab. Und ein sehr interessanter Vergleich ist jetzt natürlich, wenn man sich das Waveform anschaut, dass die EOS C70, die hatten natürlich Canon Log 2, was eigentlich auch von der Sache her nochmal ein bisschen mehr Dynamikumfang bietet. Weil hier haben wir ja nur C-Log 3. Genau, C-Log 3, also Canon Was Log 3. Was heißt nur, aber wir haben hier Ich Canon. Kann aber theoretisch auch in RAW mit aufnehmen und dann interpretiert es theoretisch Resolve wie ein Canon Log 2 auch. Mhm. Allerdings heißt es jetzt nicht, dass du damit automatisch mehr Dynamikumfang bekommst. Nee, genau, aber das wollten wir ja mal anschauen. Genau. Und wir haben es uns mal angeguckt und man sieht natürlich im Waveform hier, dass in der C70, also finde ich, man schon ein bisschen mehr Details hier oben hat in den Highlights und auch ein bisschen mehr in den Tiefen. Aber es ist jetzt wirklich so, nicht wie ich es erwartet hätte, dass man deutlich einen Unterschied sieht, sondern... Es ist wirklich nur ein bisschen, ne? Es ist nicht so viel. Genau, also der Step ist jetzt nicht so groß und ich würde das jetzt auch nicht als ausschlaggebenden Punkt. Nee, gerade jetzt bei dieser Situation, das ist wirklich eine harte Situation, muss man halt sagen, so dreht ja niemand. Ja. Also vielleicht schon, aber wir haben es jetzt halt einfach nur gemacht, um halt mal das Maximum rauszukitzeln und ist schon aufgefallen, dass es nur ein Ticken besser war. Und dann auch, was den Dynamikumfang angeht, haben wir noch einmal Over- und Underexposen wollen. Dafür haben wir uns eine Situation in der Boulderhalle, in der wir waren, danke nochmal an Active Garden in Stuttgart, dass wir da drehen durften, und haben eben über- und unterbelichtet. Magst du dazu mal was sagen? Genau, ja, wir haben uns einfach mal eine Szene genommen, haben die jetzt, wie man es hier auch sieht, auf Blende 5,6 belichtet, dass wir das regulieren mit der Blende. Da haben wir schöne Stops, dann kann man das gut vergleichen. Genau. Und sind dann drei Stops over und under gegangen und haben das dann recovered. Und hier kann man auch schön die Logkurve sehen, ne? Das ist jetzt drei Stops
unterbelichtet, dass es säuft uns schon fast ab, aber ist noch relativ viel Info hier. Und wenn wir dann eben hier zum Beispiel den Lookup Table aktivieren, also umrechnen sozusagen auf Rec 709, haben wir natürlich ein super dunkles Bild, und wenn wir das korrigieren, kommen dann auch alle Infos wieder. Wir haben auch hier relativ gut die Farben, die da recovered wurden, und ich kann halt immer, also klar, das Material ist dann ein bisschen rauschiger, kann aber sagen, hey, ich mache hier einfach noch einen Denoiser für die Tiefen, die da ein bisschen mehr rauschen drauf, und habe ein absolut verwendbares Bild. In der Regel versucht man ja nicht, drei Blenden unter zu belichten, aber es ist schön zu sehen, dass es eigentlich kein Thema ist. Und hier haben wir ja auch wieder beide Kameras verglichen. Genau, welche war das jetzt? Das war jetzt die C70. Mhm. Und wenn wir uns jetzt mal die R5C anschauen, und ja, selbes Szenario im Prinzip auch wieder. Und hier muss man allerdings sagen, dass das Interessante ist, wenn ich die Schatten anhebe, entsteht ja auch ein gewisses Rauschen. Und dadurch, dass die C70, die einen DJO-Sensor hat, der eigentlich dafür optimal ist, dass ich mehr oder weniger Rauschen in den Tiefen habe und mehr Details in den Highlights, ist das Rauschverhalten doch relativ ähnlich. Also die C70 hatte auf jeden Fall die Nase vorn, aber die R5C hat durch den großen 8K-Sensor oder die hohe Auflösung natürlich den Vorteil, dass das Rauschen auch viel feiner und detailreicher ist, und das macht sich dann auch hier in dem Test bemerkbar. Werden wir auch gleich mal beim ISO-Test ja noch sehen. Genau, ich bin mal gespannt. Ja. Also würdest du jetzt auch sagen, dass die R5C rauschärmer gewesen ist beim Dynamikumfang? Dynamikumfang würde ich noch sagen, dass da die C70, gerade was auch die Farben angeht, ein bisschen die Nase vorn hat. Mhm. Und wenn es wirklich um das maximale Dynamikumfangmäßig geht, würde ich der C70 hier auf jeden Fall den Punkt geben. aber es ist wirklich so, dass ich jetzt die Kaufentscheidung nicht anhand des Dynamikbereichs festlegen würde. Genau, also wir haben ja gesehen, gerade in den Waveform-Diagrammen, es ist wirklich nur so ein Hauch, ja, in der sie besser sind. Also sie sind sehr gut gleich auf, würde ich jetzt einfach mal sagen. Nah beieinander. Genau, nah beieinander. Dann haben wir auch uns noch geschnappt ein Motiv, in dem wir die Schärfe testen wollen, beziehungsweise zwei Motive sogar. Mhm. Und zwar einmal so ein Boulder. Genau, wir haben hier einmal den Boulder abgefilmt, versucht das Framing anzupassen. Das bei allen Tests übrigens haben wir versucht, die Brennweiten so gut es geht mit derselben Optik zu matchen. Da gibt es natürlich immer feine Unterschiede. Das ist jetzt auch kein wissenschaftlicher Test, den wir hier machen, ne? So eher praxisorientiert. Wir haben es nahezu angeglichen. Also genau. Du hast ja gesagt, wir haben mit der einen Umrechnungsfaktor von 1,51, mhm, ne? Das haben wir immer beachtet, ja, sodass wir nahezu dasselbe Framing haben, genau, und das eben anhand dessen dann vergleichen können. Ja. Und hier sieht man das ganz gut in den Details. Wir haben die Details in den Händen. Und vor allem, mir ist es aufgefallen, dass du es mir eben gezeigt hast, bei der Schraube. Ja, da sieht man es ganz gut. Genau. Und natürlich auch, wenn man reinkroppt. Also generell würde ich hier auch das Fazit in Sachen Schärfe ziehen. Hat natürlich die R5C mit der Auflösung ihre Vorteile. Gerade wenn ich auch sage, ich möchte irgendwelche große Projektionen für Museen oder sonst was machen, ist natürlich die R5C von Vorteil. Aber wenn wir das jetzt hier 1:1 auf dem 16 Zoll Bildschirm vergleichen, ist es natürlich schwierig, da den Unterschied jetzt zwischen 8K und dem 4K von der C70 zu sehen. Ja. Man kann es durchs Reinkroppen natürlich sehen, aber ich würde sagen, für den normalen User, Nutzer, ist es auch hier so eine Sache, ob ich diese 8K dann benötige oder mit den 4K von der C70 happy sein kann. Genau. Vorteil natürlich hier ist das Oversampling in 4K. Definitiv, das sieht man dann auch. Mhm. Was wir hier auf jeden Fall noch sagen können, warum wir sehr happy waren, dass wir das gestern schon testen durften, weil wir waren einer der Ersten. Die C70, die hat ja jetzt gleichzeitig mit Release dieses Videos auch ein Update bekommen, und zwar ein RAW-Update. Mhm. Und da durften wir schon ein bisschen Footage auf jeden Fall sammeln. Mhm. Und da, finde ich, sieht man es gerade bei der Schärfe extrem. Ja. Also das ist dann tatsächlich ein großer Unterschied. Genau, der Unterschied ja zwischen RAW und, sag ich mal, im MXF oder generell irgendeinem Komprimierung ist, dass da ein Image Processing stattfindet. Mhm. Tut es auch in einer gewissen Art und Weise bei einem RAW auch. Allerdings haben wir hier keine Noise Reduction, keine
Komprimierungen im Bild selber. Und das macht sich natürlich dann auch auf die Schärfe ein bisschen bemerkbar. Ja. Und da kann man hier, ne, haben wir vorhin, habe ich dir direkt die Aufnahme mal jetzt gezeigt im Vergleich und du hast ja sofort gepickt, ja klar, das muss die C70 in RAW sein. Die hat da auch nochmal von der Schärfe mit dem Update einen kleinen Boost bekommen. Also würde ich auch sagen, bekommt sie auf jeden Fall den Punkt, wenn wir das so sagen können. Ja, müsste man aber auch aufpassen, denn hier, dadurch, dass kein neues Reduction und Co. stattfindet, wenn ich jetzt eben in RAW film, muss ich das Bild dann aber auch entsprechend behandeln und muss eben hergehen und sagen, okay, da muss ich im Nachhinein vielleicht ein bisschen Noise Reduction in den Tiefen oder sonst was benutzen. Aber in der Post, in Resolve ist das ja eigentlich überhaupt super easy. Gar kein Problem. Genau. Ja, genau. Ja, dann als nächstes haben wir uns ja aufgemacht und haben ein bisschen in der Werkstatt hinten gefilmt. Und zwar ging es da um einen Lowlight-Test, weil die haben verschiedenen Sensor, ist natürlich ganz spannend, wie verhalten die sich da und wie groß ist dieses Rauschen. Selbst wenn wir das noch eliminieren können, ist es ja trotzdem spannend, das mal uns anzuschauen. So, nachträglicher ISO-Test, da ging ein bisschen was schief. Jetzt hier nochmal schnell nachgeholt zu Hause. Was sagst du zu den Resultaten, die wir da... Ja, also ich fand es auch spannend zu sehen. Wir haben ja hier jetzt die C70 und ich meine, ich kenne den Sensor sehr gut von der C300 Mark III. Genau, ja. Haben ja eigentlich denselben Sensor hier verbaut und den habe ich auch schon etwas genauer immer getestet. War eigentlich super happy und das Spannende hier ist ja, wenn wir über Lowlight reden, dass es ja auch noch den Speed Booster gibt. Den haben wir jetzt in dem Vergleich aber nicht mit eingebunden, sondern rein um das Rauschen mit den höheren ISO-Werten. Und ich würde sagen, ja, sie hat gut abgeschnitten, allerdings. Also meines Erachtens ist hier die R5C definitiv ein bisschen allerdings besser. Allerdings hat die R5C gezeigt, was es ausmacht, wenn ich eben ein 8K oversampletes Bild auf 4K runterskaliere. Ja. Das hat natürlich schon nochmal was ausgemacht und auch in der 4K-Timeline mit einem 8K-RAW-Clip hat man hier gesehen, dass die Feinheit des 8K-Sensors dann dem Rauschverhalten zuspielt. Ne? Kleineres Rauschen, mehr Details. Also gerade schon bei 12.8, ne? Also bei ISO 12.800, ist richtig gut. Also gerade im direkten Vergleich. Das heißt jetzt nicht, dass die C70 schlecht ist. Um Gottes Willen, aber hier gewinnt die R5C dann deutlich. Also wenn man von Lowlight spricht, auf jeden Fall würde ich dann sagen, ist man mit der R5C gut bedient. Ja. Und selbst, ne, wir haben hier jetzt auch bei dem Clip 6400 ISO, wenn ich das gut belichte und ich habe jetzt nicht zu dunkle Szenen und mache dann sogar noch einen Noise Reduction drauf, dann sieht es super clean aus. Da würde man sagen, ja, das ist mit ISO 100 gefilmt, so gefühlt. Ja, also man muss halt fairerweise sagen, es war nicht low, low, low light, aber es war eine reale Situation, wo man auch filmen würde, weil hier kam ein bisschen Licht von hinten, aber da, wo wir dann gefilmt haben, war es dann schon dunkel. Also da würde man eigentlich Licht aufstellen. Man gucken, dass man ein bisschen mehr Licht reinbekommt. Aber gerade im Dokumentarischen oder so kann es durchaus vorkommen. Ne? Und dann muss man halt mal mit 12.8 filmen. Und damit habe ich immer noch super detailreiche Aufnahmen gemacht. Also würde ich sagen, R5C für Lowlight. Ja, einigen wir uns, glaube ich. Ja, ja, perfekt. Dann haben wir noch getestet, und zwar den Autofokus. Mhm. Da haben wir jemanden mal an Stangen springen lassen und da ist natürlich, mit wie viel Millimeter haben wir gefilmt? Mit 200. Genau, und da ist natürlich dann entsprechend spannend, findet er sofort das Gesicht, ne? Weil Eye Detection bzw. Face Detection ist natürlich hier ein spannendes Thema. Genau, wir haben ja als erstes mit der R5C angefangen, die hat ja auch ganz gut funktioniert. Wir haben die Kamera auf Face-Only gestellt. Richtig. Und die ist dann richtig an ihm dran geklebt, sage ich mal. Und das Spannende war ja auch zu sehen, dass gerade bei Face-Only mit der Funktion ist, dass sie jetzt, wenn die Person sich irgendwie mal hinter der Stange versteckt oder so, dass der Fokus dann nicht arbeitet, sondern nur, wenn er das Gesicht erkennt. Genau, und außerdem, selbst wenn er das Gesicht auch so leicht zur Seite immer noch
immer noch da. Hat sie sehr gut gemacht. Da haben wir dann doch einen Unterschied festgestellt zu C70. Auch bei den anderen Aufnahmen, beim Klettern haben wir ja auch ein bisschen gefilmt und auch da die Kopferkennung verglichen. Und da muss man sagen, da hat die R5C auf jeden Fall einen Vorteil gehabt. Ich vermute, das ist jetzt meine Vermutung, aufgrund auch wieder der höheren Auflösung hat sie einfach mehr Infos, mit denen sie arbeiten kann. Und sie hatten natürlich auch einen starken Prozessor. Genau, der ist ja nochmal verbessert worden. Das ist ein großes Thema. Auch nochmal so ein Thema. Ja. Genau, also im Vergleich war es bei der schon so, dann war schon mal der Fokus ganz weg und wir haben den Take ein paar Mal gemacht und dann war es trotzdem so, dass es, wenn es einmal komplett unscharf war, dann kam er nicht mehr zurück. Aber das heißt nicht, dass der hier schlecht war, weil der hat trotzdem ganz gut abgeliefert. Ja, also ich meine, ich habe ja auch mit der C200 enorm viel mit dem Autofokus seit 4 Jahren gearbeitet und es ging ja super auch mit. Ja, habe ich dir ja auch alles erzählt, ne? Und gezeigt, ja. Und hier haben wir ja nun nochmal eine Verbesserung zur C200 und es ist einfach so, dass ich jetzt sagen würde, die R5C ist nochmal ein Stück weiter als die C70, aber wenn man weiß, wie man mit dem Autofokus arbeitet und normale Szenen hat, jetzt keine extremen Sportszenen oder Extremsituationen, dann kann man mit der auch super arbeiten. Klar, also ich habe jetzt kein Problem zu sagen, hey, ich arbeite mit dem Autofokus absolut nicht. Auch bei so normal, sag ich mal, normalen Drehs. Ja. Perfekt. Hier haben wir halt einfach die Nase vorne, was das Autofokus angeht. Vor allem, ne? Face, yeah. Genau. Eye Detection und auch die Hinterkopferkennung hat hier ja super funktioniert. Hat einfach ein bisschen mehr an Objekt geklebt. Genau. Ach so, apropos, genau, was uns ja gestern noch, oder dir vor allem gestern aufgefallen ist, was war denn mit dem Autofokus, sobald du eine andere Neigung, da war doch irgendwas, ne? Genau, also was ich interessant fand, ist, dass die Kamera oder der Algorithmus anscheinend bei der, das ist ja eine intelligente Erkennung des Gesichts. Ja. Und wenn wir dann, sag ich mal, von unten hoch gefilmt haben und wir haben den Hinterkopf drauf gehabt, dann hatte vor allem bei der C70, bei der R5C dann auch ab einem gewissen Moment, hat er dann nicht mehr so richtig gewusst, wo ist jetzt der Körper und Co. Also ich vermute da, ich weiß nicht, ob das zusammenspielt mit dem Gyrosensor, dass die Kamera weiß, ja okay, eigentlich kann ich keine Person nach oben filmen, keine Ahnung. Ja, vielleicht liegt es auch an der Kopfform, die sich dann verändert. Weiß nicht. Auf jeden Fall ist uns aufgefallen. Ja. Ne? Ja. Andersrum, von oben runter, wenn natürlich die Person nach oben schaut, hat er das Gesicht da gepackt. Mhm. War interessant zu sehen, wie gut er eigentlich also eine laufende Person nimmt. Aber sobald es ans Klettern geht und man filmt jemanden nach oben, da hatte sie dann überlegt, so, was filme ich gerade, ne? Oder auf was soll ich eigentlich gerade fokussieren, so ein bisschen. Ja, stimmt. Ja. Apropos, das wolltest du mir nämlich, oder das hast du mir gestern gezeigt, fand ich richtig spannend, wusste ich nämlich noch gar nicht. Mhm. Und zwar das Autofokus-Locken. Genau. Ne? Ja, das ist auch das, was ich meine. Es ist, du persönlich, ne, wie auch in Workshops und Co., zeige ich immer, wie man den Autofokus eigentlich auch nutzen kann. Weil es ist nicht so, dass ich sage, Autofokus an und die Kamera macht alles, sondern du kannst ihn halt richtig gut für dich selbst nutzen. Ne? Ja, ja, genau. Das heißt, ich kann mir eine Taste belegen. Ich mache das immer gerne auf den Daumen und das ist die AF-Sperre. Ja. Und wenn ich die drücke, dann pausiert der Autofokus und somit kann ich dann auch jetzt ohne irgendeine Erkennung von einem Punkt zum anderen Fokusverlagerung machen. Ich kann, wenn der Autofokus pausiert ist, kann ich den an eine andere Stelle hinplatzieren und dann wieder starten. Ich kann natürlich die Reaktion und Geschwindigkeit dann einstellen, um weiche Verlagerungen zu machen. Haben wir ja ein paar Beispiele auch gemacht dann. Genau. Und so arbeite ich auch mit der C200, habe ich das jahrelang so gemacht und bin auch ohne diese ganze Gesichtserkennungs super klar gekommen. Manuell geht ja sowieso. Ja, das ist auch. So ein Ding. Und, ja. Und wenn man das eben steuert, würde ich sagen, dann kann man auch richtig viel mit dem Autofokus anfangen. Also es ist auch generell für jeden, der jetzt erst sagt, ich möchte mal mit dem Autofokus ausprobieren, für die ist das ja immer noch Neuland. Man muss sich damit beschäftigen und mal so ein paar Übungen machen, dass ich von einem Punkt zum anderen verlagere. Genau, und das ist damit halt perfekt möglich, ne? Ja. Und es gibt ja auch die Face-Only-Erkennung. Genau, das kommt noch dazu. In beiden Fällen. Mhm. Apropos, weil du eben schon erwähnt hast, wir haben ja von oben ein bisschen auch gefilmt. Und da war ja für uns auch nochmal spannend, geben die sich was in Sachen Bildstabilisierung? Mhm.
Also, da haben wir, können wir eigentlich ganz gut zusammenfassen. Sind wir relativ schnell auf denselben Nenner gekommen, ne? Ja, tun die sich gar nichts. Also wir haben nämlich zwei verschiedene Tests gemacht. Einmal eben das von oben, wo du einhändig den Protagonisten, sag ich jetzt mal, den Hille. gefilmt hast. Da ist dir eigentlich gar nichts aufgefallen, oder? Nee, nicht so sehr. Also der beeindruckendste Test war einfach der ganz normale, wie ich laufe rückwärts. Genau, wir haben dich gefilmt, wo du die Griffe angeliefert hast sozusagen. Und da haben wir ja von ohne Stabilisierung komplett aus alles gefilmt mit nur interner Stabilisierung vom Objektiv in Kombination und nur der elektronische. Allerdings mit dem elektronischen haben wir dann eine andere Optik nehmen müssen. Das war dann die EF-Optik, die dann gar keinen eingebauten Stabi hatte. Und haben alle getestet, die kann man ja jetzt schön auch zeigen hier. Und da war natürlich die Kombination mit der RF-Linse 2470 und dem internen auf jeden Fall das beste Ergebnis. Genau, wenn beide an sind, war das, es gab auch kein komisches Wobbeln. Also so Wir haben ja auch die R5C. Und die R5. Die R5, genau. Und da war das nämlich ganz anders, weil sobald da eine Stabilisierung aus ist, sage ich mal, würde ich jetzt sagen, war nicht so super. Also da war schon Wobbeln zu sehen. Ja, ach ja, genau. Mit dem EF-Objektiv, ohne das stabilisierte Objektiv dann, mit nur dem IBIS, genau. Da haben wir halt dann in den Ecken so das Wobbeln ein bisschen gehabt. Also das Motiv ist kein Problem, aber sobald dann bei den Seiten, wenn man da schon genauer hinguckt, dann fällt es definitiv auf. Aber zwischen R5C und C70 war es jetzt kein großer Unterschied. Also die waren beide wirklich gut. Im Prinzip, das Meister hat ja wirklich die Optik hier gemacht. Ja. Und der elektronische Stabi hat da einfach nochmal ein bisschen nachgeholfen. Wir haben es ja aber auch ohne die, also wir haben ja auch nur den elektronischen Stabi verglichen, können wir ja auch, oder kannst du ja hier ganz gut zeigen gerade. Und ich fand, das hat auch gut funktioniert. Ja. Und wenn man sich überlegt, wie das ohne Stabi aussah im Vergleich mit der Kombi, das ist schon... Ist ja klar, durchs Laufen und so, ne? Aber ist halt schon, ich wusste nicht, oder beziehungsweise ich wusste schon, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so einen krassen Unterschied macht, wenn man eben beides hat. Ne? Ja. Also was die Optik alleine schon ausmacht. Ja, auf jeden Fall. Ja, definitiv. Genau, du hast es eben schon mal erwähnt, den Adapter. Da können wir ja kurz was zu sagen. Mhm. Das sieht man auch in einem unserer Videos bereits zur C70 damals, als die dann released wurde. Da haben wir schon mal was zum Adapter gesagt. Denn der ist ja von EF auf RF. Und da ist es so, dass die um eine Blendenstufe erhöht, ne? Genau, also es ist im Prinzip ein Focal Reducer. Man kann sich das vielleicht so vorstellen, es gibt ja die Extender, die eine Brennweite verlängern und hier ist es genau andersrum. Bei einem Extender musst du die Blende, je nachdem beim Zweifach-Extender, duplizieren und hier rechnen wir es auch runter. Das heißt, wir gewinnen an Lichtdurchlässigkeit durch den Adapter und das von einer Blende. Und das ist ganz cool, weil es gibt ja viele Filmer, die einen 24 bis 105 haben, EF, mit Bildstabilisator, Blende 4. Und wenn ich das eben dann in Kombination nutze, habe ich dann sozusagen die Lichtdurchlässigkeit von einer Blende 2,8. Und ich habe den Look vom Vollformat, allerdings mit Blende 4 dann. Ne? Der Look bleibt natürlich bei der Blende 4, aber die Lichtdurchlässigkeit ist bei Blende 2,8. Aber wir haben ihn eben durchaus ein paar Mal auf jeden Fall für die C70 benutzt. Genau, stimmt. Und was auch wichtig da zu erwähnen ist, dass der Autofokus auch funktioniert. Ich bin ein bisschen eingeschränkter. In der Realität kommt man aber nicht an die Grenzen. Das heißt, ich kann nicht bis ganz an Rand fokussieren, sondern nur im Zentrum sozusagen. Nicht im Zentrum, ich glaube auf 60% der Bildfläche und das macht das meiste eigentlich aus. Also ich komme da nicht an die Grenze und sage so, ich würde jetzt noch lieber weiter rechts fokussieren. Deswegen, also für alle, die sag ich mal, an der C70 interessiert sind mit dem Adapter, ist eine super Geschichte eigentlich. Ja, gerade wenn du eh schon EF-Objektive zu Hause hast zum Beispiel. Ja, ja. Genau. Dann haben wir uns mal angeschaut, was passiert denn rein jetzt optisch, also rein vom Body, was ist da der Unterschied sozusagen?
Optisch, wenn man eine R5 kennt, ist das eigentlich ja auch von vorne, wie von oben, fast eine R5, bis auf eben den Lüfter, der genau. dazugekommen ist. Der hat das sozusagen nach hinten ein bisschen erweitert von der Größe. Und was auch enorm spannend ist, ist das Gewicht halt. Wir haben hier nur ein paar Gramm mehr als eine R5 ja. und das war's. Das hätte ich auch nicht gedacht, als ich die zum ersten Mal dann auf Bildern gesehen habe, dass die doch so also leicht gerade ist. Gerade wenn ich jetzt hier einen direkten Vergleich habe, genau. ne? Also die ist schon um einiges leichter, natürlich auch kleiner, ja. aber eben auch ein bisschen leichter. Also hier kompaktes Design von, in Form von einer reinen Fotokamera mit ein, zwei Optimierungen. Das heißt, wir haben hier eben dann die Tastenbelegung. Das heißt, jede Taste ist hier manuell belegbar, die eine Zahl hat. Aber das kennen wir halt vom ganzen Video-Features. Genau, im Prinzip das Allerwichtigste bei der R5C eigentlich, das Konzept ist hier ganz neu, gab es so noch nie. Es sind eigentlich zwei komplett verschiedene Kameras in einer. Ja, also Hybrid, einfach die perfekte Hybrid-Kamera. Hybrid, aber wir haben ja hier das Videomenü von den Cinema-Kameras. Von der C70. Stelle ich auf Foto, haben wir das ganz normale EOS-Fotomenü. Das heißt, wir haben hier eine R5-Fotokamera und eine Kamera in Formfaktor von einer R5C mit dem Menü der C70 und den Video-Features. Also genau, ja. Waveform-Monitor, False-Color und Co., was man eigentlich immer so vermisst hatte, das ist halt jetzt hier mit drin. Und das ist, ich glaube, sogar einmalig. Also das kenne ich von keiner anderen Kamera. Ja. Was würdest du sagen zum Handling? Also wenn du die jetzt in der Hand hast beim Filmen im Vergleich zur C70? Ganz ehrlich, mich stört da jetzt nichts groß vom Handling her. Ich mag es, auch wenn eine Kamera ein bisschen was wiegt. Hier ist es halt so auch ausgelegt, dass ich mit der fotografieren kann. Ich habe hier noch einen elektronischen Sucher mit dabei. Mhm. Das sind halt die Vorteile von der R5C. Stimmt, genau. Ja? Dafür habe ich hier halt ein größeres Display. Ich habe hier ein größeres Display. Und hier kommen wir jetzt auch zu den größeren Vorteilen, sage ich mal. Dadurch, dass ich ein größeres Gehäuse bei der C70 habe, habe ich die Steuerung vom Ton eben. Genau. Ich habe auch XLR-Anschlüsse. Na, das sind Mini-XLR-Anschlüsse, die aber natürlich vollwertig sind. Ich kann hier Phantomspeisungen durchgeben und Co. Ja. Ich habe eingebaute ND-Filter. Warte, lass noch mal gerade was zum Audio-Thema sagen, weil hier gibt es ja von Tascam diesen Adapter, den wir auf die R5C packen können, weil wir haben ja hier jetzt diesen Blitzschuh, der mit den Kontakten ist. Sprich, wir haben rein theoretisch die Möglichkeit, auch per XLR reinzugehen. Hat sie jetzt vom Body selbst nicht die Möglichkeit, da ist halt die C70 einfach weiter vorne, was an Video angeht, aber wir haben eben die Möglichkeit. Ja. Also wenn ich jetzt auch ein Shooter bin, der beides braucht, Foto und Video, und ich bin jetzt auf einem Shoot, wo ich dann eben zusätzlich noch das Modul brauche, ist es ideal. Sprich, genau, das haben wir auch gestern getestet, ne? Ja, haben wir du auch hast, mal. Du bist mit Klinke reingegangen über Lavalier und du hast aber trotzdem noch ein Richtmikrofon über XLR drin gehabt, ne? Ich hatte beide über XLR. Ah, du hast sogar beide, genau. Beide dann über XLR. Ja. Ist ja noch besser. Ja, genau. Aber die Möglichkeit gibt es eben, falls man jetzt, sag ich mal, den besseren Ton über XLR braucht. Genau, aber da muss man sich dann halt auch überlegen, ne, wenn man sich nicht entscheiden kann und auch aufs Geld guckt. Der Tascam ist halt auch nochmal eine Investition. Die ND-Filter sind auch nochmal eine Investition. Ist halt dabei, ne? Und vor allem, so wie ich mich kenne, man hat nicht nur einen ND-Filter, man hat teils auch mehrere für zwei, drei Objektive manchmal, weil man nicht so schnell wechseln kann. Die sind hier schön geschützt. Und, das war gestern bei dem Dreh, genau. Ich habe dir mal meine ND-Filter gezeigt, ne? Das ist halt auch nochmal so ein Thema. Die absolut für das Gehäuse von der C70 sprechen, die ist einfach vom Design, von der Belegungen, Tastenbelegung und Co. einfach rein für Video ausgelegt. Genau, das merkt man dadurch halt vollkommen. Also gerade eine ND, du hast halt, gestern waren wir ja noch draußen, danach, wir hätten uns so gerne dann nochmal eine Variation mit ND gewünscht und hier war es halt einfach dabei. Ja, genau. Halt, perfekt. Ja. Deswegen, also es gibt halt hier die Vor- und Nachteile, wo man einfach für sich dann entscheiden muss, das ist eher das, was ich brauche. Und es geht ja auch nicht, ne? Ich kann jetzt nicht sagen, ich hätte in der Kamera noch gerne zwei XLR, einen größeren Akku und noch eingebaute ND-Filter. Also dafür Platz, ist der Unterschied jetzt auch nicht so groß, Platz, ne? Ja, aber ist schon... Also es ist schon ein Unterschied, aber... Vom Volumen her würde ich sagen... Aber wenn du es jetzt alles noch reinpacken würdest, ND und XLR, dann wärst du auch bei der Größe. Ja.
Also ich, dafür ist es halt einfach nicht so ein großer Unterschied wie jetzt so eine C300 Absolut, Mark III ja. oder sowas. Und Thema Akku, das haben wir ja gestern auch schon gemerkt. Das hier ist immer noch der Akku von gestern und wie wir sehen, der ist immer noch halb voll. Mhm. Hier haben wir gestern wie viele Akkus gebraucht? Fünf Akkus, allerdings zwei davon waren ältere LPE6 Akkus. Okay, seien wir mal fair, wir haben drei Akkus gebraucht. Drei bis vier eventuell von den neuen Akkus. Genau, und da ist uns aber was aufgefallen, oder beziehungsweise dir ist es aufgefallen heute Morgen. Genau, das kann ich jetzt nicht als offizielles Ken-Statement geben, ich bin ja auch nicht von Ken direkt. Wir erzählen von unseren Erfahrungen, die wir gestern gemacht haben. Genau, und zwar habe ich die Akkus dann genommen und ich hatte nämlich so eine ähnliche Situation mal mit der C500 Mark II gehabt. Mhm. Und zwar waren die kleinen Akkus, also auch hier, davon gibt es ja noch den großen BPA60 Akku. Genau. Ja. Der Akku war deutlich schneller leer als der große, auch im Verhältnis. War theoretisch, er hat genau die doppelte Leistung. Genau. Auf jeden Fall ist es so auch gewesen, dass wenn ich diesen Akku dann in die C70 gemacht habe, also die C500 hat gesagt, der Akku ist bei mir durch. Ich nutze ihn in der C500, hatte ich noch 1,5 Stunden Laufzeit. Sprich, und gleiches Szenario mit der gleiches Szenario. Ich habe die Akkus genommen, habe die in die R6 reingetan. Nee, in die R5, oder? R5, R6, weiß ich gar nicht mehr. Eine von beiden auf jeden Fall. Habe ich immer noch die Hälfte der Akkulaufzeit gehabt. Sollen wir beim Thema Akku dann direkt bleiben? Ja, ich würde sagen, weil würde man jetzt sagen, eigentlich hat die C70 da einen klaren Vorteil. Also wir können hier einfach viel länger... Mit einem Akku auf jeden Fall. Genau. Ja. Und da haben wir uns natürlich gedacht, irgendwie muss es da doch eine Lösung geben. Wir wollen ja nicht mit 10 Akkus da die ganze Zeit rumtauschen. Ja. Und zwar hattest du da nämlich eine ganz gute Lösung. Also es gibt zwei, drei Lösungen. Ne? Mhm. Die eine ist, wenn man Strom hat, man ist im Studio wie jetzt hier, ist es relativ einfach. Für diejenigen, die jetzt zum Beispiel einen Laptop-USB-C-Kabel haben, können das ganz einfach an der Kamera auch nutzen und die damit speisen. Und du kannst sogar in 8K 60 Frames. Genau. Also das ist auch noch so eine Einschränkung, worauf ich auch wieder denke, dass es mit der Power des Akkus zusammenhängt. Weil ganz klar, die Kamera kann es ja. Die Kamera ist hier limitiert, dass sie nur bis 8K 30 RAW mit vollem Autofokus filmen kann. Wenn ich in 8K 60 Frames in RAW brauche ich nochmal eine zusätzliche Stromversorgung. Wenn ich die volle Funktionsfähigkeit der Objektiven, also mit elektronischen Objektiven haben möchte. Ich kann sogar mit dem eingebauten Akku auch in 8K 60 RAW filmen. Mhm. Allerdings mit einer manuellen Linse halt dann. Oder ich muss sie voreinstellen. Aber gerade so, wenn ich Fokus bei Wired-Linsen habe, wird es schwierig. Genau, das heißt, wir haben die Möglichkeit per USB-C der Kamera Strom über ein Netzteil zu geben. Das braucht aber entsprechend auch die... Das braucht entsprechend Power. Genau. Ja. Ja. Oder es gibt auch die Möglichkeit, mit einer Powerbank das Ganze zu machen. Und zwar habe ich da einen Spickzettel. es gibt nämlich verschiedene Powerbanks, die das unterstützen, dass ich die Kamera damit betreiben kann. Großer Unterschied, einmal betreiben und einmal aufladen. Genau, weil aufladen kann man es prinzipiell mit jeder Powerbank, die man jetzt so daheim hat, würde ich mal sagen. Aber speisen im Betrieb. Im Betrieb, genau, dass ich die dann auch nutzen kann. Da wird empfohlen, eine Powerbank mit dem PSU-Type 27 bis 45 Watt plus PD mit 5 Volt, 9 Volt, 15 Volt bis zu 3 Ampere empfohlen oder noch größer 45 bis 100 Watt mit 5, 9, 15, 20 Volt. Und ich vermute auch, wenn wir jetzt zum Beispiel normale V-Mount-Batterien uns anschauen, dann erfüllen die auch diese Anforderungen. Und wir konnten es jetzt leider noch nicht testen. Genau, das ist so, so eine Powerbase. Gibt es von verschiedenen Herstellern, zum Beispiel Anton Bauer, die hier ist jetzt von Core SWX. Die benutze ich normalerweise, um zu filmen mit der A7S Mark III. Also hier ist ein Dummy dran. Den kann man hier ganz normal einstecken. Ja. Und dann kann damit eben die Kamera gespeist werden und hat halt dementsprechend viel mehr Power einfach für den Tag.
Und sowas wäre natürlich auch ideal, wenn es das für die R5C geben würde. Gibt es vielleicht ja schon, wir konnten es nur nicht so richtig testen mit dem halt Dummy. Jetzt, genau, wir haben zwar einen Dummy von den alten LP-E6 Akkus, aber eventuell gibt es da entweder in Zukunft oder schon jetzt die passenden Möglichkeiten. Hm. Wäre auf jeden Fall eine ideale Lösung, um 4-5 Stunden eventuell am Stück drehen zu können, je nachdem, in welche Auflösung man jetzt dann aufnimmt. Aber wäre eventuell eine ganz gute Lösung, um nicht irgendwie 1000 Mal am Tag den Akku wechseln zu müssen. Genau. Es gibt auch von Canon den offiziellen, sag ich mal, Dummy-Adapter für die R5C. Stimmt, den hast du ja auch. Den, ne, habe ich auch dabei, genau. Der ist gerade in Verwendung. es gibt aber auch die offizielle USB-C-Lösung von Canon. Allerdings habe ich jetzt sehr gute Erfahrungen mit dem Netzteil vom Laptop auch bei den vorherigen Modellen gemacht. Hm. Genau. Und was wir auf jeden Fall abschließend noch sagen können zu der ganzen Formfaktor-Geschichte beziehungsweise zu den ganzen Video- und Foto-Features, zu der Menüführung. Also das hat es ja eben schon mal ganz kurz angerissen. Mhm. Wenn wir im Fotomodus sind bei der R5C, mhm, dann ist das auch eine reine Foto-. Genau, wie jede EOS-Kamera auch, ne? Ob das eine, ja, EOS R, auch die Spiegelreflex, man fühlt sich da direkt zu Hause. Ja. Wenn jetzt aber jemand noch nie eine Cinema-Kamera in der Hand hatte und er stellt auf Video, wird sich kurz mal wundern, das sieht nämlich ein bisschen anders aus. Aber eigentlich exakt wie bei der C70. Also genau, wer C70 eventuell eh schon hat oder sie kennt oder was weiß ich, schon an Video-Features mit Canon gemacht hat, der kennt das halt einfach. Genau. Da haben wir halt die ganzen Videovorteile auch, wie in jeder anderen Cinema-Kamera, vom Waveform-Monitor, Vollskala, habe ich ja alles schon erwähnt. Genau. Ich kann mir auch jede Taste schön belegen, habe ich dir auch gezeigt. Da gibt es diesen coolen Trick, ich drücke die Menütaste und die Taste, die ich mir belegen will, zeitgleich, kann mir dann direkt da irgendwas drauflegen. Ich habe per Knopfdruck, kann ich von Slow-Fast-Motion auf Normal wechseln. Das heißt, wenn ich in 25 Bildern viel filme und ich will jetzt aber Slow-Mo machen, muss ich nicht ins Menü gehen, den Punkt suchen. Ich drücke eine Taste, bin in dem Modus. Ich kann mir noch eine Taste belegen, wo ich sogar die individuellen Bildraten einstellen kann. Das sind alles so Sachen, also geht es auch von den ganzen Guidelines. Ich kann mir verschiedene Grids einstellen. Ich habe verschiedene Einstellungsformate für zum Beispiel, will ich den Waveform-Monitor auf dem externen Bildschirm über HDMI ausgeben? Will ich eine Suche haben auf dem Display? Also das ist so detailliert und fein, passt alles in kein Fotomenü rein. Genau. Ne? Und das ist ja auch das Schöne, weil man hat das in das Fotomenü ja immer mehr reingemacht, ne? Vom Zebra, dann manuelle Fokus-Guides und so weiter. Und würde man all dies auch nehmen, zusätzlich noch in die Fotos-Menü rein zu packen, würde das komplett, das würde, glaube ich, nicht so gut enden. Und das ist auch ein Riesenvorteil, sage ich mal, nach wie vor von den Cinema-Kameras, dass man das da hat. Und das Geniale ist, dass ich halt jetzt beides in einer Kamera habe. Richtig, ja, richtig. Genau. Und eigentlich kann man da schon anknüpfen ans Fazit, weil beziehungsweise an die Zielgruppen, die das betrifft, weil irgendwie ist es ja schon so, dass sich noch einige fragen, brauche ich dann noch die C70, wenn ich auch die R5C haben kann und noch Fotos machen kann? Also ich würde es mal in meinen Worten, mit meiner Erfahrung, jetzt, ich kenne ja auch ein paar andere Kameraleute, die mich immer fragen, so, ey Nico, welche ist denn jetzt die richtige für mich? Man kann es nicht in einem sagen, hey, die Kamera ist die bessere. Geht nicht. Das hat ja unser Test alleine schon gezeigt. Genau. Ne? Also, ja. Und ich würde sagen, die C70 ist die Kamera für den Filmer, der absolut kein Foto auch braucht oder vielleicht die Fotokamera separat hat. Der sagt, er ist ständig am Objektiv wechseln, er braucht auf jeden Fall die eingebauten ND-Filter, er braucht die XLR-Units in der Kamera. Ich packe die aus der Kameratasche, ich muss keine ND-Filter aufschrauben, ich brauche keine extra XLR-Sachen. Das finde ich auch echt von Vorteil. Dann die Akkulaufzeit ist natürlich bei der C70 ein Riesenthema. Ich habe einen Full-Size HDMI bei der C70. Das sind Stimmt, auch das hatten wir noch gar nicht erwähnt. Stimmt, das so war Punkte. Nämlich für mich ein großes Manko an der R5C. Wir haben hier leider halt nur den kleinen HDMI. Mhm. Wir haben hier einen Micro-HDMI. Ist natürlich auch wieder kleinere Kamera und Co. Klar. Wir haben
oder es wird, Ken liefert eine Halterung für den HDMI-Port allerdings mit. Das heißt, damit der auch gut sitzt, eine Fixierung sozusagen. Genau. Na, aber das sind alles so Punkte, ein bisschen größeres Display. Die Kamera ist generell ein bisschen größer. Und für mich persönlich ist auch der Punkt tatsächlich, ich habe hier einen 4K-Sensor, reiner Videosensor. In den meisten Fällen, für mich jetzt persönlich, ist 8K nicht so relevant für manche Sachen. Stimmt, genau. Und mit dem Update habe ich jetzt hier auch 4K RAW, was ich bei der R5C in 8K hätte, würde ich den vollen Sensor ausnutzen. Ich kann natürlich auch in Crop gehen, dann bin ich ungefähr bei 6K RAW. Mhm. Aber dann muss ich wieder gucken mit den Optiken und Co. auch, wie ich das da mache. Und hier hätte ich halt die Möglichkeit, mit dem Speed Booster zu arbeiten, wenn ich EF-Linsen habe. Das heißt, für all diejenigen Filmer, fallen mir gerade ein paar ein, die haben halt diese EF, diese ganze Palette an EF-Linsen. Ja. Für die macht durchaus eine C70 Sinn. Und ich würde jetzt sagen, die R5C sehe ich viel mehr bei so Content-Creatoren. Mhm. Von YouTuber bis Co., aber auch für alle, die Spezialanwendungen mit 8K brauchen, die sagen, natürlich, ich bin Hochzeitsfilmer, Fotograf, ne, weil ich habe halt die Fotofunktion mit dabei. Ja, aber wobei hier, finde ich, spricht sehr viel für das 4K-Oversampling. Also das finde ich halt schon genial. Absolut. Das auch. Also es ist nicht leicht, wie man sieht. Es ist wirklich nicht leicht. Man muss ganz genau sich überlegen, welche Funktion einem da wichtig ist. Ja? Definitiv. Genau. Also was man halt hier noch gut machen kann bei der C70, du kannst deine Hi-Res, wobei das geht auch bei der R5C, aber da hat man ja den Fotomodus schon. Da kann man ja seine Stills rausjagen und hat halt trotzdem ein gutes Interesse, gerade in RAW, ne? Also gerade wenn man dann die RAW-Dateien nimmt. Same hier. Es ist schwierig, weil sie sind sehr nah beieinander, aber doch so fern. Ne? Ja. Genau, also können wir eigentlich abschließend sagen, die ist eigentlich für die Videografen, Filmemacher, die ausschließlich filmen und da halt auch sehr viel Wert auf die ganzen Filmfeatures, also auf die ganzen Videofeatures setzen, wie ND, HDMI und so weiter. Wie gesagt, ich kenne jetzt auch ein, zwei Kollegen, die die C70 haben, die hatten auch eine C100, C200 und haben sich jetzt noch zusätzlich die C70 geholt und ich weiß, für die wäre jetzt eine R5C eigentlich die nicht so passende Kamera. Sprich, wem so, willst du die R5C erwähnen? Ja, wirklich eher auch den Personen, die vielleicht viel schon mit spiegellosen Kameras, Spiegelreflexkameras gefilmt haben, ne, die diesen Formfaktor gewohnt sind und die halt auch eine Fotokamera noch mit dabei haben wollen. Stimmt, die unterwegs sind und die denken, ach, genau, ich brauche nochmal gerade ein Content Creator, sie ist nochmal kleiner. Ich könnte so ein Ding auch auf eine Drohne packen. Canon USA hatte ein Promo-Video rausgebracht, wo sie die auf eine FPV-Drohne gepackt haben. Ne? Ist halt nochmal leichter, kleiner als jetzt eine C70. Richtig, ja. Also das sind alles solche Anwendungen für auch VR, Stereoskopie, 180 Grad VR. Gibt es ja jetzt die Linse von Canon. Da brauche ich halt die 8K für solche Anwendungen. Auch Industrie, dass ich die R5C. Oder wenn jetzt auch jemand sagt, also ein Punkt, was vom Sensor her für mich ausschlaggebend ist, wäre zum Beispiel Lowlight auch noch. Ja, stimmt. Das hätte ich gesagt, genau. Okay, Lowlight gebe ich der R5 den Vorteil. Wenn ich jetzt sehr viel dokumentarisch im Dunkeln drehe, dann würde ich sagen, ist die R5C ganz praktisch. Und ich finde es auch ganz cool, die ergänzen sich ja auch super. Also stimmt, warum eigentlich beide? Wäre eigentlich die perfekte B-Kamera zu ihr. Ja, finde also ich auch. Also eigentlich beide. Kauft euch beide. Bei Teltec. Genau. Aber würdest du irgendwas zu den Sensor sagen? Man braucht eigentlich, also eigentlich sieht man es in unseren Aufnahmen ganz gut, finde ich. Braucht man eigentlich zwingend einen Vollformat-Sensor? Also persönlich, es wurde so viel auf Super 35 mm gedreht, wird ja immer noch auf Super 35 mm gedreht. Sonst gäb's sie, ja. Der Trend war ja auch damals mit der 5D Mark II gerechtfertigt, dass man jetzt diesen Vollformat-Sensor zum Filmen nutzt. Aber letzten Endes, es ist auch immer so ein Ding, man braucht den tatsächlich auch nicht immer und manchmal kann er auch von Nachteil sein. Also es kommt wirklich auf
die einzelne Person drauf an, was sie macht. Auf die individuellen Bedürfnisse ja. und Projekte. Jetzt fällt mir aber ein, wir können hier theoretisch ja auch im Super 35mm Modus gehen. Ja. Denn wir haben so eine hohe Auflösung, dass wir immer noch ein oversampletes 6K-Bild eigentlich haben in S35 mit der R5C. Okay, sehr schwierig. Würdest du denn, ich weiß, du filmst sehr viel mit der C70. Mhm. Würdest du dir, wenn du jetzt vor der Entscheidung stehst, welche würdest du dir kaufen? Oder wärst du auch super so ein Kandidat beide? Ich glaube beide. Also ganz ehrlich, ich weiß, für manche Drehs ist einfach die R5C ideal. Und für manche die C70, also... Aber die matchen halt auch gut, ne? Die also, matchen sich super zusammen, ja. Das ist, das Menü ist eigentlich identisch, man fühlt sich direkt zu Hause. Ja, stimmt. Also eigentlich macht Sinn, beide zusammen. Eine noch zum Fotografieren ein bisschen. Das ist ja eine krasse Fotokamera auch, ne? Eben. Also die hat ja alle Fotofeatures eben auch von den ganzen Canon-Fotokameras. Ja. Schwierig. Aber vielleicht kannst du dir davon auch selber mal ein Bild machen, weil wir werden Hands-Ons haben im April. Und zwar bei Teltec Berlin, Teltec München und Teltec Rhein-Main. Da kannst du dich gerne anmelden und die R5C komplett selber ausprobieren. Und vielleicht ist dir dann bewusster, für welche du dich entscheiden möchtest. Ansonsten danke, Nico, dass wir gestern so schöne Aufnahmen machen konnten und dass du heute dabei vielen warst. Vielen lieben Dank dir für das jetzt doch wahrscheinlich sehr lange Video und Gespräch. Aber gib doch gerne mal Feedback, wie du das fandest. Also wenn wir mal so detailliert auf die Produkte eingehen und sie miteinander vergleichen. Und wenn du jetzt noch Fragen hast zu deiner R5C oder zu deiner bevorstehenden R5C oder C70, dann kannst du natürlich sehr gerne unsere Kollegen anrufen und die beraten dich dann sehr gerne. Genau. Und ihr könnt ja mal schreiben, welche Kamera ihr wollt. Nehmen würdet. Ja, schreibt das uns und sehr warum? Gerne. Warum? Das würde uns sehr interessieren. Würde auch mich interessieren, ne? Ja. Ich auch.